Ich bin Dominik Tiller. Rockmusik hat auch mein Leben zerstört. Ich rede mit bekannten Persönlichkeiten über ihre Faszination fürs Laute, Härte und Böse. Die Melanie Winiger, Schauspielerin, Moderatorin, Ex-Miss Schweiz, steht auf Rockmusik. Seit sich denken. Ich habe sehr viele Erinnerungen an Musik und es ist, jede Erinnerung hat mit Rock'n'Roll zu tun. Aber das war wahrscheinlich ein bisschen unfair mir gegenüber, weil ich gar nie eine Wahl hatte. Also vielleicht, ich weiss es gar nicht, vielleicht wenn mein Vater irgendwie klassische Musik gehört hat, glaube ich zwar nicht, aber vielleicht würde ich jetzt nur das hören. Ich kann es wie nicht sagen. Die Melanie Winiger präsentiert im Rock-Special ihre Lieblings-Rock-Songs von Rage Against the Machine bis Aerosmith, erzählt Geschichten dazu und verratet uns, zu welchem Rocksong sie geheiratet hat und zu was für Rocksound sie ihren Sohn geboren hat. Rockmusik hat mein Leben zerstört. Also ich würde zerstört nicht sagen, ich bin Gott froh, habe ich Rockmusik in meinem Leben gehabt. Weil ich eine von diesen Menschen bin, die sagt, dass Rockmusik nicht nur eine Musik ist, sondern wirklich auch eine Lebenseinstellung, eine Haltung zum Leben, zu der Gesellschaft und zu allem. Und ich bin Gott froh, habe ich das dürfen mit in mein Blut intravenös mit auf den Weg bekommen. Also die Gene quasi, die elterlichen, ja, oder? Also dein Vater ist glaube ich, schon Schlagzeuger gewesen, genau, in einer Rockband. Blues, es war mehr bluesig gewesen, aber er hat immer Rock gehört. Er hat auch bei Musikvertrieb gearbeitet früher. Also Musik war bei meinem Papi schon immer extrem präsent. Bei meiner Mami auch. Mami war aber eher Beatles, was gar nie so bei mir irgendwie angekommen ist. Obwohl ich jetzt nicht eine von den Beatles-Hasserinnen bin. Ich finde das auch doof, die sagen, entweder Stones oder Beatles. Aber Rock und Stones war für mich einfach immer keine Wahl. Ich habe sehr viele Erinnerungen an Musik. Jede Erinnerung von jedem Roadtrip, den wir hatten, ist immer mit Rockmusik in Verbindung. Oder? Und darum ist es auch so präsent in meinem Leben. Also ich kann keinen Film schauen, ohne dass ich sage, ah, da bin ich mit meinen Eltern dort und dort gefahren im Büssli. Und wir waren ein bisschen Hippies gewesen. Und darum, ich finde das wunderschön. Also Rockmusik ist mein Leben. Und wo ist die Abgrenzung? Es gibt keine. Gibt keine? Nein. Das heisst doch immer, es ist nicht nur gut, wenn Kinder das Gleiche hören wie die Eltern. Ah nein, also ich glaube, das ist dann schon eine Geschmackssache, ist das dann schon auch. Also ich meine, mein Papi hört auch Sachen, die ich jetzt finde, ist gar nicht meins. Und das ist dann einfach etwas, was sich entwickelt mit der Zeit. Also wenn jetzt mein Papi Bon Jovi sagt, dann lacht er ins Füßchen und findet, ja, ist okay, besser als Techno. Und du hast alles gut gefunden, was deine Eltern gehört haben? Nein, gar nicht. Also eben, meine Mami hat Beatles, sie ist vor allem Country-Music. Country-Music habe ich viel auch mitgenommen, aber weil ich sehr auf die Lyrics höre. Also der Text ist mir enorm wichtig. Und obwohl Country-Music vom Musikstil nicht meins ist, sind es für mich die grössten Poeten, die es von unserer Zeit eigentlich gibt. Dein Vater hat jetzt mit Bon Jovi nie können anfangen. Du hingegen schon als kleines Mädchen muss das gewesen sein, oder? Ja. Ich habe ihn mal getroffen und das war leider ein bisschen eine Enttäuschung in meinem Leben. Ich hatte so ein Sandschlösschen aufgebaut, auf wie er ist oder wie ich mir vorstelle, und er war dann ganz anders gewesen. Wo hast du ihn getroffen? Das war im Schweizer Fernsehen. Wenn mich nicht alles täuscht, war es Grel Pastel. Und er ist dort auftreten und alle haben gewusst, ich bin Bon Jovi-Fan und zwar richtig Assi. Also die vor dem Stadion übernachtet und so. Und da bist du schon Miss Schweiz gewesen und hast dürfen, hinter genau. Der Bühne. Das sind so die Pros, die du bekommst, wenn du Miss Schweiz gewesen bist und haben dürfen vor der Show ihn kennenlernen. Ich muss ihm vielleicht noch ein bisschen Toleranz geben. Vielleicht ist er einfach schlecht drauf gewesen oder hat die Schnauze voll, die ganze Zeit irgendein doofes Teenie kennenzulernen, das etwas von ihm will. Aber er ist einfach so ein bisschen, hat schon fast ein bisschen wie geflirtet, oder ich habe ihn auch so respektiert als Teenie, weil er seine Frau im College, in der Highschool kennengelernt hat und immer mit ihr zusammengeblieben ist und die zwei Kinder. Ich habe wirklich seine ganze Geschichte kennt, also gefunden, das ist so wie ein Traumprinz. Einfach jemand, der zu seiner Frau steht und für sie die Lieder singt. Und das Sandschlösschen ist dann so ein bisschen kollabiert. «Runaway» war für mich von Anfang an immer das Lied. Es hat auch wieder mit dem Text zu tun. «She's a little runaway». Ja, genau. Also eine, die davon säckelt? Ja, davon säckelt. Sie ist einfach die das macht, was sie will. Und sie setzt sich durch. Und sie ist aber eine Kämpferin. Es ist nicht einfach eine, die, oh, ich habe das Problem, ich renne davon. Man muss den ganzen Text dann schon
ganz hören und können interpretieren. Und ich habe immer das Lied gehört und gefunden, ich bin auch so. Ich renne davon, wenn es mir nicht mehr passt. Und ich kämpfe gegen das, was mir nicht passt. Und ich stehe gerade und stehe wieder auf, wenn ich auf die Schnur gehe. Es gibt viele, die sagen, ja was, Melanie Weniger, eine Rockerin, kann doch nicht sein. Passt das irgendwie einfach nicht so ganz zu einer ehemaligen Schönheitskönigin, dass sie so richtig ist? Du, das kann sehr gut sein, aber ich bin noch nie eine, die sich gerne in eine Schublade reintun lassen hat. Es ist etwas, das einen begleitet durchs Leben. Es ist ein Geschmack, der sich dann entwickelt. Und vor allem bei mir ist Rockmusik eben auch ein Lebensweg geworden. Eben, weil es bedeutet, du setzt dich gegen gewisse Sachen auf. Du gehst deinen Weg, du kämpfst, du lässt nicht dir sagen, was du zu tun oder zu sagen hast. Und in dem Sinn finde ich schon, dass wenn man meine Laufbahn anschaut, dass ich doch eine Rockerin gewesen bin, weil ich habe nie gesagt, was man von mir hören wollte. Das kann man von mir nicht sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass sich ein Haufen Models und so in den letzten Jahren auch mit irgendwelchen Punkrock- und Metal-T-Shirts geschmückt haben und man immer das Gefühl hat, ja gut, man kauft das ja jetzt irgendwie auch im Modegeschäft, oder? Es sieht noch gut aus und so. Man glaubt es denen, die es wirklich gerne haben, gar nicht. Ich glaube, man muss sich gar nicht so fest auseinandersetzen mit dem. Also, wenn ich jemanden sehe mit einem Stones-T-Shirt, finde ich, hey, lässiges T-Shirt, wer dahinter steckt, das soll dem Mensch gehören, oder? In dem Moment. Also, für das habe ich gar keine Zeit, sagen wir es jetzt mal so. Aber bei mir ist es einfach, ja, es hat sehr wahrscheinlich schon mit einem Missentitel zu tun, aber ich finde es dann auch traurig, dass ein Missentitel irgendwie dem kann im Weg stehen. Das ist ein bisschen fies irgendwie. Bei einem Mister würde das nicht passieren. Nein, bei einem Mister würde es definitiv nicht passieren. Heute aber übrigens, an dem kämpfen wir ja. Heute übrigens ein Bon Jovi-Bulli trägst du und ja, darunter ein Queens of the Stone Age-T-Shirt. Genau, so ist es. Und das ist übrigens auch noch etwas, was ich sagen wollte. Also, wenn ich da die Rockerin würde zeigen, dann würde ich definitiv nicht Bon Jovi tragen. Weil Bon Jovi ist immer peinlich gesehen worden. Dann hätte ich das Lied nicht gewählt. Aber ich musste wirklich entscheiden zwischen, ob ich cool rüberkomme oder will ich Melanie sein? Und Melanie ist mit Bon Jovi aufgewachsen und darum soll er auch seinen Platz haben in dieser Sendung. Aber es sind ja nicht nur die geschmackssicher und stilsichersten Songs, die du auswählst, sondern einfach die dir gefallen. Die für mich also, du hast dich nicht beraten von irgendjemandem. Nein, wirklich nicht. Und bei mir ist es auch wirklich so, Bon Jovi habe ich schon so viele Mal verteidigen. Das ist gar nicht Rock, das ist peinlich. Nee. Und ich habe immer gefunden, für mich ist das Rock. Es hat das Schlagzeug, es hat die jenste Gitarre Rock. Und es ist tough und es ist gegen die Gesellschaft teilweise. Eine Frau, die macht, was sie will, die sich ab und zu auch auflehnt und irgendwie halt durchsetzt gegen Widrigkeiten, das bist du schon immer gewesen, mit 17, die jüngste Miss Schweiz. Und du hast mir mal in einer früheren Radiosendung gesagt, du hast dann auch eigentlich fast alle Freundinnen in der Schule verloren, nach dem Missentitel. Das Auto, das du gewonnen hast als Miss Schweiz, ist dann verkratzt worden. Ja. Die Matura ist dann, glaube ich, in die Hose gegangen. Ja. Schwierige Zeit, so rückblickend. Schwierige Zeit durch Rock'n'Roll. Einfachere Zeit. Ich habe nie den einfachen Weg irgendwie gewählt. Aber man muss dazu sagen, als ich zurück ins Gymi gegangen bin und all meine Freundinnen verloren habe, haben sie nach einem Monat sind sie dann gekommen, haben sich entschuldigt und gefunden, du bist ja gar nicht anders geworden. Matura ist das Einzige in meinem Leben, wo ich finde, ja, da hättest du jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Biss können haben. Habe ich dafür in anderen Sachen gemacht. Und das eine oder andere Mal ein kleines Schlagzeil oder ein grösseres, ein kleinerer Skandal und so in der Öffentlichkeit. Jetzt mal geheissen, Melanie Weniger ruft über einen Sohn aus, öffentlich. Mhm. Oder was hat es noch alles gegeben? Natürlich die ganzen Beziehungen zu Mann und so. Ja. Jetzt bist du irgendwie seit ein paar Jahren, denke ich, mich total gelassen, so, auch in der Öffentlichkeit. Oder ist das nur mein Eindruck? Also das wird mir auch viel gesagt, also muss es stimmen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich es wahrnehme, ich bin eine andere Melanie. Innerlich und von meinen Freunden, was ich höre, bin ich immer noch genau die gleiche. Aber ich glaube, ich habe mich akzeptiert als Individuum. Ich mache nicht mehr das. Ich habe lange zum Beispiel extrem auf männlich gemacht, um zu zeigen, ich bin kein Tussi. Dörf fahren, Lederjacke, irgendwie also auch fluchen wie ein Sauhund, die ganze, jetzt, genau jetzt schon wieder. Aber fast übertrieben. Ich hätte mich nie getraut, ein Kleid anzuziehen oder ein Röckchen oder roten Lippenstift zu tragen oder mich zu schminken, weil ich gefunden habe, ui, nein, dann meint man, ich sehe ein Tussi. Auf der anderen Seite habe ich dann extrem viel verpasst von meinem Leben. Mein weibliches Sein habe ich ein bisschen verpasst. Und jetzt feiere ich es. Ich finde, Frau sein ist das absolut Beste, was es gibt. Sorry für alle Männer da draußen, sorry für dich. Aber ich würde nichts anderes wollen sein. Und ich lebe das auch richtig auf. Und vielleicht durch das bin ich jetzt ein bisschen gelassener geworden, weil ich diesen Kampf schon mal mit mir nicht mehr habe. Du bist 40 geworden. Frauen im Rampenlicht, ab einem gewissen Alter, hört man, sagt man, wird ist schwierig. So. Ist so.
Ja, es ist, glaub, liegt immer noch ein bisschen an dem, dass man die Frau fürs Äußere, also auch das Äußerliche muss stimmen. Und an dem sind wir ja jetzt gerade dran, dass man das ein bisschen verändert. Dass man irgendwie Frauen wie Männer einfach als Individuen für ihre Kapazitäten schätzen tut und beurteilen tut und nicht nur fürs Äußerliche. Und ich finde das auch, man hört das auch oft, wenn ich jetzt den Beispiel nehme, der allen auf den Sack geht, aber ich nehme ihn trotzdem, weil ich finde, ein ganz guter ist Heidi Klum. Was? Die ist 40 und auf ihrem Social Media Netz zeigt sie sich immer halbe Nacht. Wieso dann auch nicht? Die ist bei Sports Illustrated bekannt worden für ihren Körper. Alle haben sie super sexy gefunden und jetzt 40 darf sie das nicht mehr. Wenn ich so einen Körper hätte wie sie, würde ich Tag ein, Tag aus viel Blut rumlaufen und nicht einmal ein Bikini anlegen. Und darum, Frau soll eine Frau sein und sich dürfen ausleben, wie sie möchte. Und wenn sie in einem Bikini ist, dann soll sie so sein. Und wenn sie will, einen daten oder heiraten, der 20 Jahre jünger ist, so be it. Auch eine Art Lebensmotto von meinem Gast heute im Rock-Special von der Melanie Wieniger. «Fuck you, I won't do what they tell me». Das ist dein nächstes Tattoo, hast du mir jetzt gerade verraten. Darf ich, ja, oder hätte ich das nicht dürfen sagen? Mal, das darf man doch sagen. Man sieht es dann eh nicht, also mir ist alles gut. Aber ich finde, das ist so, viele Leute reagieren auf das Wort «fuck». Also, ui, das ist ganz ein schlimmes Wort, aber es ist ein Wort, das so viel kann ausdrücken kann. Es gibt, glaube ich, auch einen indischen Guru, der hat mal eine ganze Sitzung gemacht über das Wort «fuck». Das kann so viel ausdrücken. Und in diesem Lied jetzt spezifisch, finde ich, genau mit «Rage Against the Machine», ist es wirklich so «fuck you, I won't do what you tell me», heisst nicht unbedingt das «fuck you» etwas, sondern «I won't do what you tell me» heisst, sich mal hinterfragen, Gesellschaft hinterfragen, Politik hinterfragen, Religion hinterfragen, einfach sich selber als Mensch ab und zu auch noch aufleben lassen und sagen, ich existiere auch noch und ich habe auch meine Needs und ich will das machen, was mir gut tut. «Rage Against the Machine», auch wieder unterwegs, in leicht veränderter Besetzung, ja, und mit einem anderen Namen, «Prophets of Rage», mit zwei Rappern von Cypress Hill und Public Enemy. Wie hast du so mit diesen Fusionen in der Rockmusik? Es hat ja auch mal «Audioslave» gegeben, der Chris Cornell von Soundgarden, der mit den «Rage-Jungs» zusammen Musik macht. Und so ist das. Wie findest du das? Ich finde das super. Also ich habe jetzt zum Beispiel genau «Audioslave», hast du jetzt gerade angesprochen, ist eine Band gewesen, die ich super gefunden habe. Dann hat es noch «Velvet Revolver», ist auch mal eine Band gewesen. Mit dem Slash, genau, und mit einem von den Stone Temple Pilots. Genau, und das, ich habe das immer extrem spannend gefunden. Und ich finde es schön, dass man Synergien nützt. Weil oft ist in so Businesses, in so Nischen, passiert so der Hass oder der Neid. Und stattdessen tun sie sich zusammen und finden, hey, wir haben eine gemeinsame Liebe und das ist Rockmusik und eine Botschaft, die wir rausbringen wollen. Und darum nützen wir das und tun uns zusammen, um die Botschaft rauszutragen. Dann gibt es so, ja, so Musikpolizisten, die dann sagen, eben das und das passt nicht. Ja, für dich nicht. Also, weißt, vielleicht ist jetzt «Audioslave» nicht jedem das Seine. Also, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es ja nicht hören. Aber ich finde die Idee dahinter, dass man das mischt irgendwie und eine Fusion macht daraus, finde ich gut. Ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl gehabt, Chris Cornell in dieser Zeit mit «Audioslave» ist es selber ein bisschen bewusst gewesen, dass es möglicherweise nicht so ganz funktioniert. Also er hat ja zum Teil auch auf der Bühne erbärmlich gewirkt. Ich weiß nicht, ob du sie mal gesehen hast. Ich habe sie in Montreux gesehen. Ja. Er ist total betrunken oder sonst irgendwie auf Drogen gewesen und so. Und sie haben irgendwelche Medleys gespielt aus Rage-Songs und so. Und das ist dann schon fast ein bisschen cheap, fast ein bisschen ausverkauft. So, Ja, also ich habe sie einmal gesehen und mir ist vor allem dort aufgefallen, dass ich habe immer gefunden, Chris Cornell hat eine der besten Stimmen gehabt, wirklich. Und dort an diesem Konzert musste ich sagen, er konnte einfach keine Noten halten können. Keine einzige. Und das hat sehr wahrscheinlich mit Drogen zu tun gehabt. Aber wenn ich Platten gehört habe von ihnen, habe ich es gleich den absoluten Brüller gefunden. Also ich habe gar nicht dahinter. Ich habe dann gefunden, das sehe ich, die Stimme finde ich nicht gut. Next. Ewiger Held Chris Cornell hat sich aufgehängt vor 2 Jahren in einem Hotelzimmer. Das haben auch viele ein bisschen, was soll ich sagen, logisch, man ist schockiert, man ist traurig. Wieso? Man kann es nicht verstehen. Vater Wieso von 3 Kindern. Das finde ich eben auch immer so eine Frage. Wieso nicht? Weil jemand ein Rock'n'Roller ist oder ein Rocker oder die Lieder macht und gut kann singen, heisst es ja nicht dementsprechend, dass dem Mensch gut geht. Robin Williams, einer der herzigsten Schauspieler, besten Comedians, die wir je hatten, hat das Leben lang an Depressionen gelitten. Das sollte ja nur etwas aufzeigen. Das, was man sieht, ist nicht der Mensch. Und das heisst ja nicht, dass der eine nicht Depressionen haben kann und gleich auf der Bühne stehen kann. Das ist vielleicht für ihn der Output. Musik machen ist einfach das, was er kann. Und darum macht er es.
Da finde ich es immer lustig, dass man das bei Rocker nicht sieht. Dann hören wir doch jetzt einfach die reine Stimme von Chris Cornell und erinnert uns an das Schöne. Ja, eben an das, an seine Stimme, wo seine Texte. Mein Leben zerstört! Ich habe mal ein Interview mit dem Lenny Kravitz. Ja. Und der hat mir dort gesagt, es sei für ihn eigentlich gar nicht möglich, eine Frau kennenzulernen, die nicht prominent ist. Also du merkst, jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlich. Du kennst aber die Kluft sicher auch. Wenn du einen Mann kennenlernst, er kennt dich sowieso schon. Mhm. Nein, tut er eben nicht. Er kennt die Melanie weniger. Ich rede schon in der dritten Person von mir selber. Horror, help me. Aber du weißt, was ich meine damit. Melanie kennt er wegen dem nicht. Und ich verstehe deine Frage im Sinne von, man hört oft Leute, die sagen, ja, die Schauspieler, die hängen ja auch immer nur zusammen und kommen mit anderen Schauspielern zusammen, Musikern. Mit Celebrities. Genau. Aber ich glaube, es geht auch rein ums Berufliche. Man versteht es besser. Man muss nicht erklären, warum jetzt der Job 2 Stunden länger gegangen ist oder warum man das Telefon nicht abnehmen kann. Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich mit meinem jetzigen Mann haben musste am Anfang. So, weil er das nicht kennt? Nein, bei einem Shoot, wenn du am Drehen bist. Ja, ich bin am 8. theoretisch auf dem Sheet, bin ich im Call-Sheet bin ich am 8. fertig, aber vielleicht bist du halt erst am 12. fertig. Also sie kennen nicht die Sorgen, die Ängste und Nöte, die man hat als Promi besser. Und also ich meine jetzt eben, du bist mit dem Stress mal verheiratet gewesen, du bist mit Gambino zusammen gewesen. Ja. Darum, weil sie wissen, wie das Leben als Promi ist, darum versteht man sich besser. Ich glaube, das ist vielleicht ein Teil. Und der andere Teil ist, du kommst halt in Verbindung mit so Menschen. Also wenn ich nicht Swiss Music Awards 7000 Mal moderiert hätte, dann hätte ich den Gambino fast den Falschnamen gesagt. Den Gambino nicht kennengelernt. Wenn ich das Video damals mit dem Stress nicht gedreht hätte, hätte ich ihn nicht kennengelernt. Sehr wahrscheinlich. Oder es ist einfach so. Und dann nachher ist es halt so, dass es muss ja dann immer noch passen. Man muss sich ja dann immer noch attraktiv finden und lässig finden. Aber je mehr du mit deinen eigenen Menschen zusammenkommst, die den gleichen Beruf haben, passt halt einfach mehr. Aber jetzt bin ich mit dem Reto zusammen. Und das ist ein DJ. Also er ist hauptberuflich schafft er bei der Swisscom. Also zuerst ist ein Rapper gehabt, dann ist ein Punkrocker irgendwie mal gehabt und jetzt ist ein DJ. Wieso kein Rocker? Also ich glaube, für eine Beziehung brauche ich im Fall nicht jemanden, der die gleiche Musik hört. Also das wäre eher für mich jetzt persönlich tragisch, wenn ich würde sagen, hey, dann kann ich einfach das Casting machen. Was hörst du für Musik? Was schaust du gerne für Filme und so Sachen? Also er hört übrigens auch als Techno-DJ extrem viel, zwar Punk und nicht Rock, aber... Du hast mir am Telefon gesagt, bei der Hochzeit sind wir zu dem reingelaufen, oder? Ja, mit dem hat er müssen leben, aber er hat es auch super gefunden. Das hast du ausgesucht. Das habe ich ausgesucht. Aber auch da müsstest du eigentlich auf den Text hören. Never cared for what they do, never cared for what they say. Oder wir machen es unseren Weg. Wir machen wir zwei, zählen am Schluss und machen es so, wie wir es wollen. Also auch da war der Text extrem wichtig gewesen. Und ich meine jetzt ganz ehrlich, zu einem Techno-Lied heiraten, nein. Sorry, aber nein. In aller Liebe. Und ich liebe über alles, aber that's not gonna happen. Also du bist musikalische Zampano gewesen, wo es um die Hochzeit gegangen ist. Ja, aber das läuft bei meinen Laufen. Also er hat einen sehr ausgeprägten Charakter. Also wenn ihm jetzt nicht auch gefallen hätte, hätte er nicht einfach gefunden, ja, wir machen einfach das, was du willst. Und nachher sind wir ja rausgelaufen zu Queens of the Stone. Also man merkt, musikalisch ist es definitiv meine Linie gewesen, aber er hat es auch super gefunden und konnte dazu stehen. Nachdem wir jetzt die Hochzeitseinmarsch- und Auszugsmusik gehört haben von der Melanie Weniger, hören wir jetzt Musik, wo du dazu deinen Sohn geboren hast. Das wird auch wieder für einen Skandal sorgen, das weiss ich jetzt schon.
Aber es ist wirklich so, die haben mir in diesem Gebärsaal das Café Del Mar-Zeug laufen lassen und ich habe gefunden, ich kann so nicht geben. Da habe ich 35 Tage, bis das Kind draußen ist. Und dann habe ich meine Musik laufen lassen und ich habe meinen Sohn in 4,5 Stunden draußen gehabt. Und ich glaube fest daran, dass das viel mit dieser Musik zu tun hat. Du hast dann nur den Nerv gehabt, während dieser Wehe irgendwie dich um Musik zu kümmern? Nein, in dem Moment nicht, aber ich habe gewusst, dass Musik mir sehr wichtig wird sein. Also habe ich es schon vorbereitet gehabt. Und ich habe wirklich meine Musik mitgenommen, weil ich gewusst habe, ey, ich drehe durch, wenn es mir da klassische Musik laufen lässt, weil das macht mich einfach nur hässig. Wenn du gebären brauchst du etwas, das dir die Power gibt und die Energie. Zumindest ich habe das wirklich gebraucht. Andere Freundinnen von mir finden, ich bin Psycho. Ist okay, ich kann damit leben, bin ich halt ein Psycho. Aber ich hatte 4,5 Stunden. Also und jetzt musst du aber auch noch sagen, was also, als der gelaufen ist bei der Geburt von deinem Sohn. Limp Bizkit. Wie hat es den Ärzten und Hebammen gefallen im Spital? Der Arzt ist zu spät gekommen, weil ich so schnell war. Und meine Hebamme, die war wirklich die Beste. Die hat aber einfach verstanden, dass es ja wichtig ist, dass ich mich wohlfühle, dass es schneller geht. Und die hat mich einfach zu 100% unterstützt. Und ich glaube, darum konnte ich auch wirklich das so schnell hinter mich bringen. Rockmusik hat mein Leben zerstört. «Foo Fighters Walk», so wie ich dich kenne, hast du auch da auf den Text gehört. Genau. Ich wollte es jetzt gerade sagen. Es ist sehr ein positiver Song. Ich habe zwar mich kaputt gebrüllt mit dem Song, weil ich ihn durch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben gehört habe. Aber das, was er sagt im Song, ist auch passiert. «And I walk again». Die Leute meinen sicher, ich sage nicht ganz Hugo, weil das ist eigentlich ein Rocklied pro forma. Wenn man nicht auf den Text hört, dann findet man so, was? Das Lied hat dich durch traurige Zeiten gebracht. Was los ist denn, wenn du glücklich bist? Alle Liebe zu Dave Grohl, auch du. Ja. Du bist am Foo Fighters Konzert gewesen. Du hast mir gesagt, du bist mitten im Pulk gewesen. Ja, früher bin ich wirklich noch die, die früher in den Moshpit gegangen ist, Stage Diving und der ganze Sache. Das Jahr bin ich am Foo Fighters gewesen und dann sind wir wieder in den Moshpit gegangen und ich bin total verschwitzt und glücklich aus dem Moshpit rausgelaufen und das mit fast 40. Der Dave Grohl, Everybody's Darling, seit vielen Jahren irgendwie, der schafft es einfach, er ist der grösste Rockstar, hat trotzdem keine Allure. Irgendwie schafft es das allen recht zu machen. Also ich glaube, er hat einfach eine gewisse Ehrlichkeit, eine Direktheit und eine Glaubwürdigkeit, die er an den Tag legt. Durch das, dass er manchmal auch Sachen gesagt hat, die eben nicht allen Rockern zum Beispiel in den richtigen Hals kommen. Zum Beispiel hat er gesagt, Stones sei gar nicht sein Ding. Was bei mir auch völlig im falschen Hals gegangen ist. Nein, aber ist ganz klar auf der Beatles-Fraktion genau, oder AC/DC. Total, und, ja. Voll. Und das darf er ja auch. Das heisst ja nicht, dass wegen dem ich seine Musik weniger muss gern haben oder lieben oder schätzen. Wie bei den Schauspielern gibt es auch bei den Musikern einen Unterschied. Wenn sie Musik machen, weil sie Musik lieben, oder wenn sie Musik machen, weil sie bekannt werden wollen. Und ich glaube, beim Dave Grohl, der hat es zu 100% bewiesen, der macht einfach Musik, weil er Musik liebt. Und es ist ihm eigentlich egal, der Fame. Der könnte sich sogar vorstellen, noch besser, wenn er den Fame-Faktor wegdenken könnte. Alle wollen etwas von einem. Dave Grohl, kennst du das auch? Alle wollen etwas von dir, aber ich kann es nicht allen geben. Ich will es auch nicht allen geben. Ich kann mich definitiv nicht mit Dave Grohl vergleichen, aber man kann zum Beispiel sagen, wenn du schlecht drauf bist und in einer Sendung musst zum Beispiel, dann muss man, ich mache es so, dass ich dann sage, wenn ich jetzt zum Beispiel heute da angekommen wäre und mega schlecht drauf wäre, dann geht doch dich das nicht an. Also du bist nicht involviert in mein Leben und darum ist das nicht mein Recht in dem Moment, dich zu involvieren mit meinem schlecht drauf sein. Es ist Teil von meinem Leben und ab und zu musst du dich einfach zusammenreissen und dich auf das einlassen, was dann halt dein Job ist. Und also ist das auch das Leben in der Öffentlichkeit, das bringt das auch mit. Du hast, glaube ich, auch mal eine Zeit gehabt, wo du ein bisschen aus dem Grund auch ein bisschen abgehauen bist aus der Schweiz. Ja, in New York, an einer Filmschule, also um an der Öffentlichkeit zu entfliehen. Es ist sicher ein Teil davon. Also, als ich auf LA gegangen bin, in die Schauspielschule, war ich ja 2,5 Jahre da, war es schon sicherlich auch, weil ich wirklich die Schauspielschule machen wollte. Und ein anderer Teil war sicher auch, weil ich mich selber ein bisschen finden musste. Amerika hat auch abgefärbt auf deine Musik.
Aerosmith. Mm. Das ist ein Prototyp von einem amerikanischen Rocksänger, Hardrock-Sänger, der Steven Tyler. Ein viele Operationen in letzter Zeit. Ja, das ist ein schade, aber die Musik leidet an seinen OPs nicht, wie man sollte ja nicht. Axl Rose ist auch operiert, aber Guns N' Roses tönen immer noch super. Wir haben vorher davon gehabt, dass die Playlist doch recht Amerika-lastig ist. Das ist das eine. Und sie ist sehr maskulin. Ist das auch aufgefallen? Also, es hat wenig Frauen. Das ist ja so. Ich kann dir aber im Fall nicht sagen, warum. Frauen in der Rockmusik, in der Comedy, in der Wirtschaft, in der Politik. Ein grosses Thema. Hast du da auch Erklärungen oder suchst du Erklärungen? wenn ich Erklärungen hätte, dann wären wir nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und dann hätten wir ja wie eine Antwort auf unsere Frage, die wir uns ja alle stellen. Eine Quote gibt es zum Beispiel, wäre eine Lösung, oder? Eine Frauenquote. Das ist einfach schwierig. Jetzt verwirrst du mich gerade so ein bisschen off-guard. Das Problem liegt eben daran, dass man Frauen nicht genug ernst nimmt. Also es passiert schon viel vorher, dass Frauen schon mal gar nicht überhaupt die Chance bekommen, in die Position zu kommen. Und das ist das Problem. Und das ist eigentlich die Weil sie vielleicht ein Kind haben. Sind. Weil sie ja, ein Kind haben und sich für das Kind und nicht für die Karriere entscheidet, weil zu wenig Strukturen rum sind, um beides unter einen Hut zu bringen. Genau, aber es ist ja trotzdem noch 2019 jetzt. Und es ist jetzt auch so ein bisschen eine Zeit, wo man das allgemeine Denken ein bisschen analysieren. Oder man denkt immer noch so, wie wenn man in den 80er Jahren war. Aber die meisten Frauen sind alleinerziehend oder sind getrennt vom Vater. Es ist ja so, also mehr als 50% der Frauen. Und durch das wissen sie schon, was Schaffen ist und ein Kind erziehen. Und darum sollte man genau gleich auch diese Chancen geben. Und ich glaube, nachher bei der Quote oder nicht Quote, ich finde, es geht einfach darum, dass man den Frauen diese Chance geben soll und dass man das Ganze überdenken soll. Weil es gibt ja viele, die dann sagen, ja, aber die haben Kinder daheim. Ja, und? Offensichtlich kann sie es ja. Wenn sie Kinder daheim hat und den Job super erledigt, dann soll sie den Job auch bekommen und die Beförderung bekommen und die höhere Position dürfen besetzen. Irgendwie, ein Kind ist nicht eine Behinderung. Wie wäre unsere Gesellschaft, wenn Frauen an der Macht mehr an der Macht wäre? Das sind zwei verschiedene Themen. Mehr an der Macht wäre super, finde ich, weil Frauen haben etwas, was Männer selten haben, das ist Empathie. Oder sie haben sehr viel mehr davon als Männer. Nur noch ein Matriarchat, das finde ich auch falsch. Weil faktisch ist, dass Männer Frauen brauchen und Frauen Männer brauchen. Und ich finde einfach, warum sich immer bestreiten und bekämpfen, wenn man sich eigentlich kompensieren könnte. Dann wäre alles viel einfacher. Aber von einem Patriarchat in ein Matriarchat, von dem hat niemand geredet. Weder in der Hashtag MeToo, noch bei Hashtag Female Pleasure. Das ist nicht etwas, was man erreichen will. Man will einfach die gleichen Rechte für Frauen und für Männer, dass man einfach alle als Individuen sieht. Dann hören wir doch jetzt eine erste Frauenstimme. Stevie Nicks, ja. Sängerin von Fleetwood Mac. Ja, auch. Auch? Ja, sie ist für mich eine der besten Stimmen, die es überhaupt gibt. Und eine der stärksten, coolsten Frauen. Also aus dem Dave Grohl Theme Soundtrack von Sound City ist das? Genau, das ist, wo er einen Doc-Film hat es noch gegeben, wo sie sind in einem Analog-Studio. Das ist Stevie Nicks, «You Can't Fix This». Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger gibt uns einen Eindruck von ihrer Rock- oder ihrer Plattensammlung ganz allgemein. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es so etwas wie eine Plattensammlung in deinem Haus? Also in meinem Haus gibt es eine kleine Plattensammlung. Mein Mann ist dort weitaus besser als ich. Der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel, aber Gestell voll. Vinyl? Ja, Vinyl. Und mein Vater ist noch der grösser Fan. Der hat irgendwie, frag mich nicht, der hat, glaube ich, über 2'000 oder 3'000 Platten. Keine Ahnung, aber viel zu viel. Kaufst denn du auch noch Musik oder gehst du noch? Bist du irgendwann mal wieder in einem Plattenladen gewesen? Ich bin sehr faul geworden, was das anbelangt. Ich bin eine von diesen tragischen Spotify-Opfer, ja, weil ich einfach in dem Moment gerade etwas hören will und es ist dann gerade dort. Und aus reiner Faulheit ist es dann einfach einfacher, zu Hause. Aber das Problem am Spotify ist, ich teile mir ein Profil mit meinem Sohn und dann ist es einfach ab und zu so, dass ich Rock höre im Auto und plötzlich läuft dann Trap, wo ich dann immer das SMS schreibe, «Get out!» Rockmusik.
hat mein Leben zerstört. Wir hören jetzt eine unglaubliche Schnulze. Total. Aber du stehst dazu. Es ist ja Rock'n'Roll ruined my life. Es ist ja mein Leben und darum muss ich die Lieder bringen, die mein Leben wirklich beeinflusst haben. Und das ist eine Schnulze von einem One-Hit-Wonder. Die kennt man eigentlich gar nicht. Aber das ist ein Lied, das alle Freunde von mir, wenn das nicht laufen würde, in dieser Sendung würden sagen, du hast gelogen. Du bist nicht authentisch gewesen. Und darum zugunsten von allen Zuhörern die grösste Schnulze, die es je gegeben hat. Und es sind Goo Goo Dolls, gell? Genau, Goo Goo Dolls mit Iris. Holt euch auch die anderen Rock-Special-Podcasts «Rock hat mein Leben zerstört» mit dem Comedian Manuel Burkhardt von Divertimento, der in einem katholischen Elternhaus am Anfang noch ziemlich Widerstand gespürt hat gegen seine Faszination für brutalen Death Metal. Oder mit dem Late-Night-Talker Dominic Deville. Er hat als kleiner Bub in der Schulbibliothek ein Slayer-Album ausgelehnt und ist von diesem Moment an in die Welt der Rockmusik abgetaucht. Rockmusik hat mein Leben zerstört. Der Rock Special Podcast gibt es auch als XXL-Version mit allen Songs in voller Länge auf srf3.ch.